Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ja, wir schauen einfach mal ganz kurz zu dem guten Lind rein und haben unsere Iridium-Spitzhacke. Wir haben die beste Spitzhacke, die es gibt. Nice. Dann fahren wir doch direkt mal zu den Minen hoch. Einfach um Herrn Robin zu sein. Weil ich nicht genau weiß, was die alles brauchen. Natürlich, das mit den Grabbenarten, die würde ich schon gerne zerstören, aber ich würde auch irgendwie gerne in die Wüste fahren. Hallöchen. Ja, Hallöchen an dich. Ich würde gerne ein Hofgebäude errichten und zwar einen Schleimstall. Bitte, bitte, werde ich den Schleim. Ich brauche noch kurz 500 Steine, dann komme ich wieder zurück. Das Geil ist einfach 500 Steine. So. Nimm. Ich wollte mir echt Stein eigentlich mitnehmen, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gefunden und dann war ich verwirrt gerade. Passiert. Passiert zwar nur mir, aber es passiert grundsätzlich. Ja, dann gehen wir halt heute in die erste Mine von den Zerstörer-Dinger. Ich brauche Stein. Ich nehme einfach mal einen Stack mit. Dann gehen wir. Dann sollte ich noch zu Gast gehen, die Eier vorbeibringen. Ja, ich gehe jetzt erstmal hoch, mach das. Dann gehe ich schnell zu Gast und dann gehen wir in die Mine. So. 300.000 Geld. Gleich nicht mehr. Dann können wir einen Schleimstall, weil uns Sebastian dazu geraten hat. So, Hofgebäude errichten. Schleimstall. Ich brauche eine Iridiumbahn, ernsthaft. Habe ich das nicht schon längst gemacht? Ich würde den gerne hier so hinbauen. So. Ja, dann fangen wir morgen früh an mit den Schleimstalten. Gehen wir mal kurz über die Stadt rum. Ich will nämlich den Gast seine Eier vorbeibringen. Ist schon alles super. Es ist super stressig. da sammeln wir mal wieder was an. Eine Narzisse. Da unten. Der Startup Saloon. Um 12 Uhr ist ernsthaft. Ich will jetzt auch nicht warten. Hallo, Heidi. Ja, Klamotten. Wichtig. Obwohl ich tatsächlich in letzter Zeit auch ein bisschen Shopping- und Klamottensüchtig bin, wenn ich so an meine letzten Einkäufe denke. So, oh, New Yorker hat irgendwie hier das und das. Ich muss zum New Yorker. So. Pam ist heute erst um 12 wieder hoch, oder was? Ah, da ist der Kühlschrank. Kommt man sich da nicht ein bisschen verarscht vor, wenn man einfach ein paar Eier im Kühlschrank findet? So. Einfach so ein Schattenei, einfach mal so im Kühlschrank, weil... Why not? So. Ich hätte natürlich gerne ein Dinosaurier-Ei oder so, das wäre auch cool. So, dann packen wir jetzt erstmal alles andere wieder weg. Dann können wir als nächstes drüber nachdenken, irgendwas anderes nochmal auf Iridium aufstufen zu lassen noch. Außer die Hacke, obwohl der Hacke halt das Wichtigste ist. Und dann gehe ich immer sehr nach Springklang. So, da einmal was an. Das können wir verkaufen. Was? Normale Meerrettbeere und normale Lauf? Die, glaube ich, sind unsere Pflanzen sind kaputt. So, dann die normalen Sachen weg. Irgendwann machen wir halt dann die Axt auch noch. Und jetzt brauchen wir aber noch unser Galaxieschwert, genau. Das war ja das ganz Gute. Du hast noch nie etwas vergleichbar. Wir sind perfekt. Scheint das richtige Schwert zu sein.
So. Oh, das war lang. Das war lang. So, einmal ab in die Minen. Welche Krabbenart soll ich töten? Lava, also ab 80. Ja. Ihr seid keine, oder? Schade. Hier schaut. Oh, aber da unten ist eine Rubine, der bringt Geld. Ah, oh, das ist so cool. Ich brauche einen Schlag für alles. Oh mein Gott, ich brauche zwei Schläge für Gold. Wann ist das? Wie geht es denn hier runter? Hier geht's runter. Da ist so ein Vieh. Ein Viech, was ich nicht brauche. Ein komisches Brötchen. Ich glaube, das ist voll gut zum Kämpfen und so. Ich nehme das halt jetzt nicht, weil das ja halt keinen Sinn hat, wenn ich es jetzt nehme. Okay, dann einen roten Pilz, den man bitte nicht essen sollte. Da oben ist so ein Mineral. Warum? Oh, ein Aquamarin. Freut man sich doch über ein Aquamarin. Ich mähe hier einfach Rasen, dass ich mir einfach im Sommer die Saat spaue, obwohl ich irgendwie rich bin. Das ist auch krass. Ich kann jetzt auch noch schauen, dass ich noch ein paar Sprinkler hinkriege. Wie viel kosten da Iridium-Sprinkler und Iridium? Dann können wir uns einfach noch ein paar Iridium-Sprinkler hinstellen. Einfach noch weniger tun für was nur ein Iridium waren. Das heißt, ich kann mir jetzt gerade so, wenn ich genügend Batterien natürlich habe, genügend Iridium-Sprinkler irgendwie für mein komplettes Grundstück hinstellen. Das ist auch nice. Werde ich dann auf jeden Fall auch machen. Boah, ich werde auch so beschäftigt sein, das ganze Feld dann zu pflügen und so. Vor allem meine Hacke ist ja auch Stufe 0. Das sollten wir dann ab nächster Saison auch mal verbessern. Wo ist denn hier der Abgang? Vor allem, ich habe hier kein Krabbenmonster gefunden. Wenn man das einmal braucht, dann findet man das nicht. Magma-Geoden, Iridium. Irgendwann muss ich mal wieder zu Glint gehen und den einfach so 20 Geoden hinschmeißen. Einfach mal so, mach auf. Ich habe Arbeit für dich, mach auf. Er wird wahrscheinlich nicht mal seine Tür aufmachen, wenn ich das machen würde. So, oh, da ist mal wieder ein süßer kleiner Schleimi und da ist noch ein süßer kleiner Schleimi. Da unten ist noch ein Schleim, aber ich brauche ja keinen Schleim. Gehen wir gleich mal runter. Eine Solaressenz. Man freut sich zwar, aber man hat irgendwie nicht so damit gerechnet und ja. So. Ach ja, Stardew Valley. Das ist schon ein schönes Spiel. Übrigens, das haben sich wahrscheinlich schon einige gefragt. Warum in den DG Streaming Monat August? Ich habe vor, jeden Tag zu streamen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Manchmal weiß ich, wie nicht ich im Juli gestreamt habe. Weil Juli ist einfach so scheiß heiß. Dann der scheiß Umzug. Und ja. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass alles besser wird. Der August kann nur besser werden als der Juli. Ich habe schon überlegt, so eine Art Streaming-Plan zu entwickeln. Dann dachte ich mir auch so, es wäre ein bisschen sehr krass, wenn ich jetzt einen Streaming-Plan habe. Einen Plan, was ich überhaupt mache. Das sieht mir nach einem Aquamarin aus. In anderen Farbe könnte das eigentlich. Hier da vorne liegt Scheiße, das ist eine Lava-Krabbe. Seht ihr das? Das da ist so ein. Ja, das dachte ich mir doch, das wird eine Lava-Krabbe dich. Ein Schleimchen. Okay. Dann haben wir hier noch einen. So. Jetzt kann ich mir den Weg nach unten suchen.
Boah, wir haben jetzt eine von vier und ich will eigentlich morgen, wenn es regnet, nicht. Okay. Jetzt kommt ein Flodermausangriff. Wie sie so schön in Secret Mana heißt. Flodermaus. Secret of Mana, scheiß Mana, aber ich hab auch voll Bock drauf. Ich habe auch so viele Spiele Bock und so wenig Zeit, das alles zu zocken. Das wird jetzt dann halt noch schlimmer werden. Ja, und im Juli war halt das Problem, dass ich irgendwie in der ganzen Zeit Moon Factory gezockt habe und auch nicht. Also nur 2 Wochen lang. Ich geh runter, ich brauche die Viecher ja nicht. Oh. Das könnte hier leicht auf Schieffresse gehen. Das ist ein Level, den ich nicht mag. Aber hier scheint es irgendwo einen Weg nach unten zu geben. Bah, bleibt weg von mir, bleibt weg von mir. Oh, ein Eichenharz. Auf einmal kommen da so ganz viele Köpfe auf mich zugeflogen. Okay. Ah, wie viel Leben habe ich noch? Ich habe gerade überlegt, wo ist meine Return to Home-Taste wie in Rune Factory, aber ich habe keine. Mal vorsichtig, ich habe einen Lauch. Ein Lauch für mich. Ja. Schauen wir noch, dass wir den hier besiegen. Warum lande ich immer so? Okay, was ist für ein Säbel? Ein Einbrecherstecher. Ist aber tatsächlich übelst kacke. Natürlich kritische Kraft ist geil, aber ansonsten. Ich glaube, die hatten auch Probleme runterzukommen. Nee, das sind, mussten wir nicht runterkommen, da mussten wir nur ganz schnell raus. Genau, so war das. Treppe. Noch einen nach unten. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens noch eins in Lava zu finden. Obwohl ich ehrlich gesagt dann, wenn ich keines mehr heute finde, morgen lieber dann in die richtige Mine gehe. Also in die Wüstenmine. Bevor ich mich hier zu Tode suche. Das ist halt echt nicht geil hier. Natürlich hier Kupfer, was interessiert mich Kupfer, ganz ehrlich. Das Einzige, was mich gerade interessiert, sind diese Viecher, aber das sind keine. Alter, nee. Gehen wir vorne heim. Beziehungsweise schauen wir jetzt noch einmal schnell auf irgendwie 100 runter. Ob wir da was Nettes finden, aber ich denke, es eher weniger. So. Nee, da ist halt auch nichts darunter, will ich gerade nicht. Nee, komm. Ich habe keine Ahnung, wie sie versteckt haben. Scheiß auf Demetrius, scheiß auf diesen 700 irgendwas da. Da gehen wir morgen lieber in die Iridium-Mine und cashen noch ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, der schönere Plan. So, habe ich hierfür was? Hier, ein komisches Brötchen. Hier rein einen witzigen Aal sehe ich schon mal. Das ist auch nicht schlecht. So, oh, da war jetzt aber viel zum Reinsortieren. War auch nochmal einigermaßen viel. Was habe ich da für einen Ring bekommen? Ein Rubinring. Okay, krass. Könnte ich den einfach so reinschmeißen? Nein. Nochmal das. Wieder so ein. Doch schon irgendwo mal so eine Sammlungsbox. Ich glaube, das war hier. Tja, dann machen wir morgen eine kurze Runde und dann schauen wir zu unseren süßen kleinen Iridium-Dings. Zur Iridium-Mine. So, wir gehen shoppen. Ein bisschen Geld für die Hühnchen. Ja, 1900, das ist jetzt nicht so überragend, aber ich meine, das nächste Mal brauche ich Geld, um hier mein Feld neu anzupflanzen. So, dann sagen wir Hallo zu Sebastian. Ich frage mich gerade, ob ich den ganzen Tag. Ach, dasselbe wie gestern. Hier ist ein Kuss dafür. Hier, wir sind über 300.000. So, jetzt habe ich kein Glück. Leicht verstört. Ja, gut, damit brauche ich jetzt halt irgendwie nicht in das Ding reingehen, weil wenn die leicht verstört sind, kann ich halt auch nichts tun. Dann suchen wir halt heute doch noch Demetrius Zeug. Okay, ich brauche mal kurz meine Sichel.
Nehmen wir einfach die goldene. Ich glaube zwar nicht, dass die goldene in dem Sinne besser ist jetzt, aber vielleicht gibt es ja trotzdem eins mehr raus oder so. Und da und das nehmen wir auch noch mit. Okay, dann hauen wir mal alles Grünpool-mäßige weg, dass es wieder Money gibt. Und auch alles fast nachmäßige. Dann hauen wir auch unsere Sichel wieder weg, weil ich die ja auch nicht mehr brauche dann heute. War kein Gewitter, dass ich Batterien kriegen will. Also. Oh, ich habe einfach eine ganz richtig geile Feder bekommen. In Iridium. Hat unser Hase gerade gequakt? War das möglich, dass er gerade gequakt hat? Okay, Robin ist am Bauen. Gibt was viel Geld. Da ist auch nichts. Ja, hier ein bisschen Zeugs ist da drin. Ich mir für schlechte Zeiten auf. Hoffentlich nicht kommen. Okay, dann ernten wir heute auch die Bäume. Und heute hat, glaube ich, Pierre Geburtstag. Das wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Oh, ich sehe gerade, wir müssen ganz dringend die Folge beenden. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Hier bei Stardew Valley. Bis dahin. Tschüss.